Ich hätte schon, glaube ich, zu Beginn andere Sachen gemacht, nämlich das ganze Management dieser Pandemie nicht in die Hände von Politikern gelegt. Ich glaube, der Bundespräsident sollte nicht an der Schwelle zur Hofburg seine Meinung ablegen. Ich unterstelle ihm nicht, dass er seine Meinung abgelegt hat. Ich glaube aber, dass sehr wohl oftmals klare, deutliche Worte angebracht sind, weil er ist trotzdem eine Person mit einer Meinung. Davon gehe ich aus. Und ich glaube, die Bevölkerung hat das auch manchmal verdient, dass auch von oben, von der Staatsspitze her, nicht nur Beschwichtigung und ausgleichende Worte der politischen Freundschaft herumfliegen, sondern dass es auch wirklich auch mal ganz klare Ansagen. Ja, das könnte man schon machen, das ist halt so mein Zugang, das würde ich wahrscheinlich anders machen. Wann ich dann Bundespräsident bin, vielleicht revidiere ich meine Aussage und man muss das so machen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ja. Aber ich war noch nie Präsident, ich habe keine Ahnung. Ich hätte schon, glaube ich, zu Beginn andere Sachen gemacht, nämlich das ganze Management dieser Pandemie nicht in die Hände von Politikern gelegt. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie wieder raus und schauen, für 2022 das Beste mitzunehmen und vielleicht wieder das in die Verantwortung von Leuten zu legen, in die Hände von Leuten, die sich halt wirklich tagtäglich mit diesem Problem beschäftigen. Und das ist anscheinend auch nicht mal der Gesundheitsminister. Ich verstehe schon, dass die Politiker das gemacht haben, weil zu Beginn hat Sebastian Kurz Umfragewerte von über 50% Zustimmung gehabt. Und da war viel zu holen. Da war einiges an politischem Land zu gewinnen. Aber je länger das halt dauert, da kann man nicht nur Jubelmeldungen wie, okay, wir können wieder aufsperren und bla, verkünden, sondern da muss man auch gewisse negative Meldungen unters Volk bringen. Das ist auch die Verantwortung von Politikern. Ich glaube, man braucht irgendwie mal einen Stab an Experten, die wirklich Experten sind und Entscheidungen für uns alle fällen aufgrund ihrer Expertenmeinung. Ja? Wenn jetzt eine Brücke einsturzgefährdet ist, dann hole ich ja auch Statiker und nicht einen Politiker, der sagt, naja, lass uns nur stehen bis zur Wahl, weil also es ist irgendwie, es ist zach, weil es sollten Experten entscheiden. Ich glaube, dass die Möglichkeit, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich kulturell auszuleben oder auf Veranstaltungen zu gehen oder ins Fußballstadion zu gehen, wirklich auch so ein bisschen ja, Opium fürs Volk ist. Das ist total wichtig, dass wir das haben, weil daheim fallen uns dann die Decken am Schädel. Und es würde wahrscheinlich auch vielen Leuten, die jetzt über die Ringstraße ziehen und Friede, Freiheit, keine Diktatur skandieren, gut tun, wenn sie einmal auch wieder auf irgendein Konzert gehen könnten, dass sie einen Schädel freikriegen. Und ich hoffe, dass das relativ bald wieder passieren kann. Das beruhigt die Leute. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Kitt unserer Gesellschaft, der Kleister, der alles dann wieder zusammenhält, weil es wird notwendig sein, dass die ganzen Gräben, die da jetzt aufgerissen sind, für ein friedliches Zusammenleben in unserem Land auch wieder zugeschüttet werden. Und ich hoffe, dass das bald passiert.